Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit unserer Kamerafrau Gabi. Hallo. Unserem kleinen Deutsch-Drahthaar Bruno. Und meiner Wenigkeit Uli Bertschi. Ja, wir sind ein bisschen traurig. Das ist unsere letzte Übung mit Bruno. Er ist jetzt eine Woche bei uns gewesen, in der Pension. Und auf Wunsch des Führers durfte er jeden Tag eine oder mehrere Lektionen bei uns genießen. Wir haben euch teilhaben lassen an diesem Erlebnis, außer an der Gruppenarbeit am Dienstagabend. Gell? Das haben wir nicht gefilmt. Da ist seine Gruppe gekommen, seine Leute. Und ich habe da als Ersatzhundeführer mitgemacht. Das ist die einzige, aber das holen wir sicher nochmal nach und zeigen euch, wie so eine Gruppenarbeit funktioniert. Da ist dann plötzlich mehr Ablenkung, mehr Störung. Und jetzt, heute im Anschluss, weil es der letzte Tag ist, wird Bruno abgeholt und ich zeige dem Führer, wie versprochen, so ein kleines Konzept, mit was das er jetzt weiterfahren kann, was das er machen soll, am besten, um erfolgreich weiterzufahren mit dem Hund. Und das so in einer Form von einer Privatstunde. Jetzt genießen wir aber als erstes nochmal eine gemeinsame kleine Übung, so als krönenden Abschluss. Gell, Bruno, wenn du noch kannst. Ja, aber ich glaube schon, du bist fit. Und bevor das es losgeht, möchte ich euch nur noch erwähnen, wenn euch solche Filmchen gefallen, dann unbedingt unseren Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr informiert, wenn wieder so ein Filmchen erscheint. Und wenn euch im Besonderen die Bruno-Geschichte gefällt, dann könnt ihr auf die Playlist klicken, das zeigen wir euch, wie das funktioniert. Und dann seht ihr auf Anhieb alle Filmchen mit Bruno. Unserem Supertalent, gell Bruno? Du bist ja so intelligent. Jetzt aber nicht mehr länger schnacken, sondern los geht's. Beginnen tun wir wieder mal mit Unterordnung. Und zwar, immer wieder ein Schwierigkeitsgrad. Mehr so, wow, super. Das, was ich euch schon das letzte Mal oder vorletzte Mal gezeigt habe, ich baue jetzt so ein bisschen die Distanz. Oh, das war jetzt das Missverständnis vom Block. So, wow. Baue ich das Goodie, die Distanz vom Goodie ein bisschen ab, bis das nur noch die Hand ist, die schwingt. So. Oh, und arbeite da wieder an den Wendungen. Ich habe ihn vorhin zu nah am Block geführt. Das. Wow. Super Linkswendung. Geil. Tipptopp. Und da meint er, er müsste auf den Block sitzen, weil er das jetzt schon so gut kann. Tipptopp. Platz. Platz. Warte. Super. Oi, oi, oi. Platz. Auch wenn so ein Fehlerchen passiert, kein Problem. Platz. Wieder korrigiert. Und wieder belohnt fürs richtige Verhalten. Super. Bruno. Sitz. Wow. Super. Warte. Hey, bravo. So, eine kleine Lotterie draus machen. Vom Warten
Ich stell mich auch mal auf, mache das Gute schon parat, dass der Hund so gut wie möglich begreift, dass das kein Abrufen ist, sondern es braucht den ganzen Trigger, also vom Namen über das Abrufen bis zum Futter. Und sonst kann es immer irgendetwas sein, wie hier. 2-3 Mal den Hund belohnen gehen, dass irgendeinmal ist es das Abrufen. Und jetzt habe ich die Leine dran gelassen, auch dass er das mal kennt. Sonst habe ich ihn immer freigelassen, also mit Leine abrufen. Bruno, hier? Oder wie ruft sie, Gabi? Robert! Komm, Fuss. So, das war ja super, super. Halala. Tipptopp. Oh, das ist gut. Oh, so. Ja, das ist genial. Finde ich auch. Fuss. So. Fuss. Wow, das war jetzt aber schön. Fuss. Komm. So. Tipptopp. Super. Super. Und für so eine super wunderschöne Gehorsamsübung gibt es auch ein Spiel. Und ich mache hier ja auch wieder Reiz, wo der Hund sich zusammennehmen muss, bis ich ihm sage, jetzt darfst du. Also Präzision ist da immer das A und O. Bruno. Oh, verpennt. Ah, der hat Bruno hat's verpennt. Oh, der hat's verpennt. Aha. Super. Ha. Jetzt macht er aber auch den Fang wunderschön zu, das gefällt mir. Ah, oh, das ist gut. So, Tipptopp. So, ist brav. Super. Kleine Apportierübung, junger Mann. Bruno. Apport. Wow. Super. Das ist doch sensationell. Bruno. Aus. Wow, so ist brav. So, mal wieder eine Daumenarbeit, Bruno. So, abwart, yeah, super. Sensation. Super. Bruno. Genau. Bruno. Aus. Wow. So ist gut. Super. Dasselbe mit dem Hölzchen, wenn ich es finde in meinem Kängurubeutel. Oh, lululu. Ah, das lassen wir gleich so. So. Bruno. Abort. Wow, du bist gut. Super. So, jetzt kommt noch ein bisschen so der Zug. Ich bin auch nicht am Herumschlagen oder Klopfen. Das finde ich eine nicht so gute Lösung. Gibt meistens einen eher unruhigen Fang. Und so muss der Hund, wenn ich ganz leicht ziehe und dann immer stärker werde, muss der Hund, man sieht es sogar ein bisschen mit der Kamera, muss er kontern, also den Druck auf den Fang verändern. Bravo, so ist gut. Er hat jetzt das Hölzchen ein bisschen, vielleicht 2 Zentimeter zu weit hinten. Korrigiere ich jetzt aber nicht, weil er so schön hält. Nicht, dass er da eine Fehlverknüpfung macht, wieso, dass ich ihn jetzt korrigiere. Bruno, da bin ich, ja, genau. Aus. Wow. Du bist ja so gut. Da. Sensationell. Bravo, Bruno. Aber, wow. So. Ich mache Zug.
Lasse los und beim Loslassen lob ich. Jawohl, weil er das alles überlebt hat. Oder überstanden hat. So. Wow. Oh. Und das ist feinste Präzisionsarbeit. Und gibt Sicherheit dem Hund im Fang. So. Bruno. Aus. Wow. Du bist so gut, Bruno. Das ist sensationell. So. Was haben wir denn noch Schönes hier hinten im Beutel? Oh, ich habe was Unglaubliches gesehen da. Ein Kaninchenfell. Das ist wieder was anderes. Ein Schritt mehr. Man merkt es auch schon Bruno an, der wird ein bisschen wilder schon. Bruno, Appart. Oh, das ist aber gut. Bruno, aus. Wow. Nein, jetzt wollte er es anschauen. Ich erlaube meistens das Einscannen, in Anführungsstrichen nicht, sondern sie haben nur den Auftrag zu tragen, aber nicht zu untersuchen, was es genau ist. Das gilt dann von wirklich vom neutralen Gegenstand über das, den Balg bis zum Fuchs immer. Nicht, dass da plötzlich ein Hund so, oh nein, ich habe das eingescannt, das möchte ich jetzt nicht in den Fang nehmen. Nein, es gibt immer nur ein in den Fang nehmen und basta. Bruno. Appart? Wow, du bist so gut. Geh nicht? Hä? Ja. Bruno. Komm, super, sitz. Oh ja, genau, die Aufregung, gell? Sitz. Wow, das ist gut gewesen. So. Dünnet. Jawohl. Es ist nicht ein Knautschen, aber es ist ganz ein bisschen ein unruhiger Griff. Das möchte ich vermeiden. Bruno. Aus, indem dass ich das auch korrigiere. Wow, super. Super. So. Ich versuche es jetzt, wie es ausschaut mit dem neutralen Gegenstand, aber da auch das Kauen hat. Bruno. Wird sicher jetzt nicht so spaßig sein, für in den Fang zu nehmen. Appart. Oh, du bist ja genial. Da. Komm. Wow, super, super. Ja, genau. Keine Aufregung, bitte. Hey, hey. So, ich bleib da halt immer noch ein bisschen in derselben, im selben Übungssegment. Das, also das Freilaufen würde ich jetzt hier noch nicht empfehlen, weil er sonst da wirklich mehr im Kauen machen kann, als das uns meistens recht ist. Bruno, aus. Super gesehen, bravo. Oh. Oh, so war es. Ja, genau, genau. Oh, so gut. So, ich bin auf. So, ich bin auf. Oh, super. Jawohl. Oh, das ist gut. Tipptopp. Komm da, komm, Bruno. So, Bruno. Das war ja bis jetzt alles eigentlich wirklich so wunderschön. Es muss ja nicht fehlerfrei sein, für das trainiert man ja, für das bildet man einen Hund aus. Aber man muss eigentlich die Anleitungen so geben, dass so wenig wie möglich falsch läuft. Jetzt, das Kauen habe ich mir noch überlegt, ich nehme jetzt einen größeren Apportiergegenstand, das ist unser Knut, wo der Hund schon recht den Fang aufmachen muss. Und hier, der am die schmälste Stelle ist, wo der Hund am besten Griff nehmen kann. Ich bin gespannt, ob das der kleine Bruno da schon schafft. Bruno, Appart. Oh, super. Hey, das steckt gut. Und manchmal verändert man so auch den Griff bzw. das ruhige Halten. Gefällt mir sehr gut. Bruno. Aus. Du bist ja super sensationell genial. Hey, das ist ja ganz gut gesehen. Was hast du denn gesehen? Dass du
da rüber geschaut? Eine Krähe. Eine Krähe ist vorbeigeflogen. Oh, das geht aber gar nicht. Die Krähe. Bruno, das ist... Knut ist noch viel schöner als Krähen. Bruno. Abart? Yeah, du bist genial. Super. Und was mir auch gefällt, ist, jetzt hier hat er wirklich den besseren Griff, gell, Gabi? Ja. Super. Auch das Glung, 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 das hat jetzt eigentlich komplett aufgehört. Man sollte es zwar nicht laut aussprechen, meistens fängt es dann an. Hey, super. Bruno? Bruno? Du bist so genial. So, anfassen ist erlaubt, ohne dass der Hund das Gefühl hat, es gäbe ein Aus, sondern erst das Andrehen, den Namen sagen Andrehen und dann kann sich der Hund rausarbeiten. Bruno. Aus. Ja, ein bisschen gefudelt. War ein bisschen zu früh, aber es hat alles so gut ausgeschaut, dass ich das jetzt trotzdem toleriert habe. So, jetzt noch einen Schritt laufen mit dem Teil und dann haben wir es für heute mit dem Apportieren. Ich glaube, das Wochenziel, also mein gestecktes Wochenziel, mehr als erreicht. Ich war schon wirklich vom ersten Tag an, zuerst war es so eine Überprüfung, oh, was kann der Bruno da alles? Und dann war ich einfach nur noch beeindruckt von Bruno. Der ist ja so genial, du. Und hat das wirklich die ganze Woche durchgehalten mit so wunderschönen Arbeiten. Auch die Ruhe, die Gelassenheit, das Anschauen, das Überlegen, das gut machen wollen, das finde ich wirklich klasse. Bruno, du hast dich wirklich tapfer geschlagen bei uns in der Pension bzw. in deinem Wochenurlaub. Ja, genau, genau. Bruno, Appert. Super, tipptopp. Wow, genau. Ist nicht so einfach, gell? Bruno, Bruno. Komm, ja, yeah, super, tipptopp. Sei brav, komm nochmal, komm, es geht. Du schaffst es. Komm nochmal, komm. Sitz. Das könnte sogar ein Schwichtigungssignal sein, weil er jetzt weiß, er darf nicht fallen lassen und so, oder eine Übersprungshandlung, das sich strecken. Ah, super. Bruno. Aus. Oh, das ist sensationell gewesen. Das ist sensationell gewesen. Tipptopp. Ja, genau. Ja, jetzt dafür mit dem Ball noch ein bisschen wild tun. Ja, ich hoffe, wir konnten euch so das eine und andere zeigen und ihr hattet auch so Spaß beim Zuschauen, was ich mit Bruno da alles gemacht habe, wie ich selber oder wie Bruno, ich hoffe es wenigstens. Wir wünschen euch ganz eine wunderschöne Zeit. Wenn die Filmchen da laufen, dann ist das über die Weihnachtszeit, also wunderschöne Festtage. Wenn ihr sie in einem halben Jahr anguckt, ist das natürlich nicht mehr ganz treffend, gell, Gabi? Ja, aber lieber im Juni angucken als gar nie. Genau, vielleicht ist man dann froh, wenn es etwas kälter ist. Und eben, wie gesagt, uns freut natürlich ein Abo von euch. Uns freut, wenn ihr die Glocke betätigt und damit kein Filmchen mehr verpasst. Und in dem Sinn wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund, immer schön negativ. Und dem Bruno natürlich auch. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir euch auf dem Laufenden halten können, was mit Bruno da weiter geschieht. In dem Sinn viel Spaß. Tschüssi. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Hey, super gewesen, Bruno. Wow. Du kannst jetzt noch ein bisschen schlafen gehen. Oh, super. Tipptopp.